Das versteht man, barakallahu fikum, dass du von dem besten Geld, was du Essen kaufst und für dich selber machst, ist durch die Ernte, deine Arbeit. Also du machst etwas dafür. Nicht, dass du bettelst oder dass die anderen dir das geben, sondern was du selber für dich machst. Und das gilt nicht nur für Handwerker und für Landwirte, sondern das hat damit zu tun, dass du dafür gearbeitet hast. Du hast irgendwas gearbeitet, dann hast du Essen gekauft, du hast das für dich gekocht, du hast das gegessen. Du vertraust auf deine Person und du machst für dich selber. Das ist der Sinn.